Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Green Boxy. Ja, ich bin wieder mit der Natti hier. Und wir bauen weiter in unserem Karpaltunnel. War doch jetzt ein Karpaltunnel, oder? Ich glaube, es sollte ein Time-Vortex werden, aber... Interpretationssache? Ah, okay. Das lässt sich gerade noch mal so durchgehen, ne? Aber gerade so. Nach der Aufnahme kriege ich wieder den Nudelholzersatz von Natti. Kriege ich den wieder voll zu spüren. Ja, einmal quer übers Gesicht. Nein, nein. Ich bin äußerst tutfähig. Das mache ich nicht. Das habe ich gehört. Alle mobben mich. Ah, Natti ist auch Nein, nein, diejenige, die immer die Schläge verteilt. was? Ist es verbaler Natur? Aber du bist auch die Einzige, die bei uns im Motiv Schläge verteilen darf. Ja, stimmt. Bei mir wird das sofort schon wieder argwöhnisch hinterfragt. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich meine, bei André ist das normal, da bin ich jetzt nicht anders gewöhnt. Aber wir gehen halt auch so miteinander um. Also, wenn man euch beide miteinander diskutieren hört, dann klingt das immer, als ob einer von beiden gleich das Messer zückt und auf den anderen losgeht. Ist das nicht auch so? Weiß ich nicht. Habt ihr euch mittlerweile schon mal persönlich kennengelernt? Glaube nicht, gell? Nee. Das ist sowieso lustig. Ist halt immer so. Wir beide haben eine sehr starke Eigenmeinung. Und wir lassen uns schwer voneinander überzeugen. Das ist ja voll mitgekriegt. Da gab es eine sehr heiße Diskussion um Krieg, um die Definition von Krieg und ob wir, was war das, ob wir schon Schon den im Dritten Dritten Weltkrieg Weltkrieg haben. sind oder noch nicht? Ja, das war sehr, sehr interessant zuzuhören. Aber es war halt zwei relativ gegensätzliche Meinungen, die dann aufeinander geprallt sind und da habt ihr euch auch nichts geschenkt. Weder argumentativ noch sonstig irgendwie verbal. Aber das Schöne ist halt, wir haben uns halt trotzdem gegenseitig immer noch zugehört. Also wir sind halt schon noch auf die Argumente des anderen eingegangen. Und das findet man heutzutage leider mittlerweile nur sehr selten. Beim Ergebnis seid ihr trotzdem nicht gekommen, aber das muss ja auch nicht immer sein. Nee, Diskussion ist ja eigentlich nur der Meinungsaustausch. Und wehe, einer schreibt in die Kommentare, ihr habt da Kohle vergessen. Ja, wir wissen, dass da Kohle ist. Wir sind im Kreativmodus und außerdem haben wir mehr als genug Kohle. YouTube Money zählt hier auch. So, eben schon noch mal ein bisschen Werbung machen. Faber, Bayer, Duisburg. Marabu, Olymp, Porsche. Eigentlich könnte eigentlich nur so ein richtig geiles Markenquartett daraus machen. Was hat denn deine Marke? Ja, meine Marke hat ihren Firmensitz in den USA. Und du? Auf die Cayman Islands. Cayman Islands. Ja. Das könnte man eigentlich mal machen. Oder Marktwert an der Börse. 6 Milliarden sticht. Ja. Eigentlich wird das irgendwie voll das geile Spiel. Das nächste Mal Stadt, Land, Fluss. Markenquartett. Wir müssten uns aber mal hinsetzen und die ganzen Karten erstmal überlegen. Ach. Ah, da kannst du ja auch voll leicht Kategorien finden, unter die du dich einsortieren kannst. Du hast ja im Prinzip so 8 Kategorien, A4 Marken. Du nimmst sowas wie Internet, Auto, Lebensmittel oder sonst irgendwie. Textil. Zum Beispiel Einzelhandel. Magst du gerade mal noch ein bisschen ausfackeln? Nur Probleme mit Nachbarn.
Nö, aber es wird am Ende des Tunnels davon langsam ein bisschen dunkel. Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Zum Glück kann das jetzt überhaupt nicht manisch-depressiv. Ich? Niemals. Sofort. Das muss eine Lüge sein. Nein, über sowas macht man ja keine Scherze. Es gibt ja genug Leute, die daran erkrankt sind. Mache ich auch normalerweise nicht. Oh, mir fällt auf, ich habe ein bisschen blau vergessen. Also ein bisschen blau vergessen. Oder mehr Alkohol nachkippen. Da habe ich das sogar schon ein bisschen was getrunken. Oh, das geht schön. Oh, das wird richtig cool. So, Fackel. Bei mir kommt das sehr auf die Trinkgeschwindigkeit an. Was denn? Mit dem Blauwerden durch Alkohol. Ach so. Ich verkacke die Zäune, ne? Ja, mach's halt weg. Weil da halt nur ganz scheiße drüber fliegen kann, ne? Wenn ich weiß, wo dieser Tunnel hier gerade entsteht, auch in die letzte Folge reinschauen. Und wenn ihr gar nicht wisst, warum ihr diese Folge hier gerade schaut, einfach alle Folgen schauen. Und in die Videobeschreibung schauen und alles machen. Mal bei André und selber auf dem Kanal vorbeigucken. Wenn ihr zufällig bei mir drauf gestoßen seid. Auch auf, das wäre mir. Nein, ich nehme nicht auf, aber ich werde die Videos irgendwie versuchen zu verlinken. Mein Rechner kann leider nicht aufnehmen, der dann hängt sich dann immer sehr schnell auf. Wird so, sehr Leute, warm. Ich richte hier dann mal eben ein Spendenkonto ein. Nee, lass mal, ich glaube, ich habe da privat Spenden zur Verfügung, die nicht mehr erläutert werden können, sollten, wie auch immer. Passt schon. Irgendwann werde ich auch mal aufnehmen. Hoffentlich. Aber nicht jetzt. Das könnte lustig werden. Da freue ich mich. Oh ja. Ich habe ja schon bei der lieben Sky in die Let's Plays reingeschaut. In die damaligen. Ja, die habe ich mir auch angesehen. Fand ich auch. Also, wundert mich, dass sie da aufhören müsste. Aber wenn es hardware-technisch natürlich heutzutage gar nicht mehr geht, ist das natürlich so eine Sache. Ja. Nicht sehr schade. Ja. Aber Sky hätte auch sehr viel Spaß hier an dieser Welt. Auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass Minecraft bei ihr gar nicht läuft. Ja. Okay. Ich glaube, so ganz langsam, aber sicher sieht es doch nachher was aus, oder? Ja. Gut aus. Also wenn du gleich da vorne erstmal... Wobei, du hast glaube ich noch ein ganzes Stückchen vor dir, ne? In der Mitte da mit dem Abtragen. Ach, warum? Ja, wenn du damit fertig bist, kannst du natürlich gerne mithelfen. Ja, das werde ich auch machen. Aber erstmal sollte das hier alles weg. Ja, bitte. Denn dann bauen wir nämlich hier erst unsere Röhre fertig und dann können wir dann den Weg durchziehen. Ja. Meiner Meinung nach. Weil ja. Ansonsten... Ups, das war zu weit. Könnte man sich damit ein bisschen ins Gehege kommen. Ja. Oh, gerade eben, schöne Musik von, wo ich gerade vergessen habe, aus welchem Spiel die kommt. Aber ich kenne die. Ich habe das Spiel auf jeden Fall auch schon mal gespielt, aber ich weiß halt nicht mehr, welches Spiel es ist. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wisst.
Und wie schaut das aus von da? Das sieht, also wenn ich da jetzt drauf gucke, habe ich einen absoluten Knick in der Optik. Warum? Glaube, wir müssen, wenn du von hier guckst, nee, auch Muss noch eins nicht. tiefer? Es passt schon, nur das mit diesem Farbversetzt und den Stufen bewirkt halt, dass zum Beispiel diese Ja, Reihe ich weiß. hier sieht aus, als ob sie weiter ist und so. Es hat was sehr Lustiges, sieht absolut schief aus, aber es passt, also es ist symmetrisch. Es ist äußerst lustig. Und die Vorlage, die du mir geschickt hast, ist auch so gebaut. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob da nicht irgendwie mit Doppeldingern gearbeitet wurde. Damit man diesen Optikeffekt rauskriegt, aber ist nicht. Nee, es passt schon. Okay. Soll der Tunnel nur bis hierhin gehen, oder? Nö. Ja, ich mach den Rest ja gleich weg. Ich habe nur Warte, ich muss gefragt. nur. Ich muss nur mal kurz hier Musik wechseln. Mach Ich das. habe englische Musik des 16. Jahrhunderts drin und so langsam geht's mir auf die Nerven. Bei mir läuft hier gerade Banished. Oh, schön. Der Soundtrack. Also ganz langsam aber sicher siehst du, da hinten komme ich natürlich auch schon wieder an das Ende von dem, was du rausgeschlagen hast, ne? Ja, ich bin ja dabei. Alles gut, ich wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es den Zuschauern klar machen, wie schnell das geht. Also dieser Tunnel ist wirklich sehr einfach geworden. Aber trotzdem nicht für den Survival zu empfehlen. Außer man hat so eine Schaffarm wie Jade oder ich. Noch größer brauchst du dafür. Also bei der Wolle, die du alle brauchst. Also ich glaube, die Wolle, die ich bei mir in den Kisten drin habe, die habe ich ja so ein bisschen bei euch beiden so ein bisschen was weggenommen. Ja, ich war so dreist. Weil ich ein bisschen bunte Wolle brauchte. Und ich werde auch noch wieder welche brauchen. Aber davon abgesehen. Das würde nicht reichen. Und ich habe da wirklich schon viel gesammelt. Aber außer dir, mir nimmt da eh keiner was weg. Bei mir traut sich das keiner. Und bei dir auch nicht. Doch, also ich muss dir sagen, deine Farm habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal missbraucht. Ja, du darfst das auch. Was ich schon sagte, du darfst das. Die meisten anderen nicht. Übrigens, du müsstest tatsächlich mal wieder ein Stück ausfackeln im Tunnel. Da bildet sich wieder so ein dunkler Ring. Der Schatten von Mordor. Weißt du, was ich jetzt irgendwie voll cool finde, wenn man diesen Wasserfall irgendwie mit einbauen könnte? Dass du irgendwie so einen Ring hier zwischen hast, also wirklich eine Reihe, wo das Wasser außen um so eine Glaskuppel drumherum fließt, an dem Tunnel, irgendwie so ein, zwei Blöcke breit, und dann setzt sich das Muster einfach fort. Ich habe eine Idee, wie man nachher diesen Wasserfall weiterverwendet, aber wir bauen erstmal den Tunnel fertig. Okay. Das wird aber noch nicht verraten. Eine Überraschung. Auch für mich? Ja. Daraus auch was haben, worauf sich die anderen freuen können. Ja, natürlich. Cliffhanger.
Genau. Ich bin aber gespannt. Anna hat ja gesagt, er käme um 20 Uhr. Also die Deadline hat er auf jeden Fall auch schon überschritten. Alles normal, Ja. ne? Ich habe es nicht einmal erlebt, dass André pünktlich gewesen wäre zu irgendeinem Termin. Also Aufnahmetermin, ne? Nein, er ist ja auch viel beschäftigt. Er darf das ja auch. Doch. Ach, guck mal, du machst gerade schon mit Gelb weiter, super. Was ist denn da schon für riesige Häuser gebaut? War das Ja, dein Versuch dieser Stadt? das waren erstmal nur die Fronten. So Modell London. Erstmal nur die Fronten bauen und dann mal gucken, ob das Haus dahinter noch kommt. Aber da die mir etwas zu groß sind, ein bisschen zu, also zu unproportional groß, werde ich das nicht bauen. Die werden wieder abgerissen und dann wird die Stadt hinkommen, zu der dann dieser Tunnel hier führt. Das wird alles moderner und futuristischer hoffentlich. Wir werden sehen. Entschuldigung, ich glaube, ich bin ein bisschen zu langsam für dich. Ach, passt schon. Mache ich hier einfach mit der nächsten Farbe weiter. Entweder wird es jetzt gerade schon wieder Nacht, oder hier vorne ist einfach extrem dunkel. Ich hatte beim Bau der Mauern vom Schloss einen Bug. Ich weiß auch nicht warum. Bist du einfach zwischen zwei Säulen gestanden und es war komplett Nacht um dich rum. Und dann bist du aus diesem, ich weiß gar nicht, 2x2 Block großen Feld rausgetreten und es war Tag. Äußerst lustig. Wollte ich gerade sagen, wollte nicht mit der nächsten Farbe weitermachen. Oh, das wird cool. Und das wird, glaube ich, richtig cool. Bis wohin soll der Tunnel eigentlich gehen? Weil Bis dahin, wo es abgerissen ist. okay. Also wirklich bis hier vorne hin. Okay. Ich bin gespannt, wie wir das hinterher als Brücke aussehen lassen. Ja, da überlege ich mir was. Man sieht es ja jetzt auch schon von hier, von der Seite hier. Das ist echt. Sieht vollkommen übertrieben aus, aber auch richtig, richtig geil. Ich übernehme mal für dich hier jetzt, Cyan. Okay. So ergänzen wir uns jetzt mal weiter. So müsste passen, ja.
mir läuft jetzt gerade der Far Cry 3 Soundtrack. Ach, schön. Bei mir läuft gerade irische Volksmusik. Oh, schön. Was für ein Lied? Wie heißt es? Give me your hand. Ah. Ja, wenn dann die richtig schönen irischen Stücke. Ich muss sagen, ich kenne sehr viele davon. Ich ja diverse Musikinstrumente spiele und irische Lieder irgendwann halt, weiß nicht, so das erste sind, was man dann richtig spielen kann. Weil sie schon einen gewissen Anspruch haben, aber so einfach sind, dass man sie mit nicht viel Instrumentenbeherrschung gut spielen kann. Also man erkennt dann die Melodien wenigstens sofort. Ja. Und was ich immer finde, irische Musik ist einfach mega schön. Ja. Irische und auch schottische Volksmusik mag ich mega. Ja. Englische ist auch gut, aber das ist meistens dann mehr so. Weiß nicht. Meistens klingt das eher dann wie Marschmusik, finde ich. Also da gibt es auch sehr, sehr schöne, aber ja. Ich würde persönlich auch die irischen bevorzugen. Was sagt eigentlich der Timer? Der Timer sagt, wir sind eigentlich tatsächlich sogar schon wieder bei 20, 25 Minuten. Fackelst du nochmal einmal aus, dann können wir nämlich hier, dann können wir uns nochmal einmal auf die andere Seite stellen und dann können die Zuschauer das nochmal bewundern. Und mittlerweile sieht das echt schon richtig, richtig geil aus. Und vielleicht müssen wir uns gleich noch irgendeine andere Beleuchtungsmethode überlegen. Ja. Da auf der linken Seite von mir aus gesehen, da ist noch so ein richtig schwarzer Fleck in dem Rot drin. Ah ja, ich bin ja nicht für dich. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Jetzt mich nicht! Doch. Mach. Schneller. Mach selber. Nein, alles gut. Das ist die hochgepriesene Mod-Team-Liebe. Ja, man sieht, worauf hinausläuft. Es macht sich gut. Ich mache hier mal auf der linken Seite ein bisschen Platz für dich. Das kann ich. Werden dir reingesogen? Ich bin begeistert. Ich auch. Ich mag es. Ah, das ist auch nett. Dass du mir jetzt Buddy joined your channel. Setzt. Ah, ist da gerade der André wieder gekommen? Ja, ich glaube. Ich bin gar nicht hier, ich bin nicht hier. Du hast dich jetzt übrigens ganz sneaky noch in die Abmoderation der letzten Minecraft-Folge reingeschlichen. Konnt ist gekonnt, ne? Ja. So, das, liebe Zuschauer, war dann auch schon diese Folge Minecraft. Unser geiler Tunnel sieht schon echt super aus und den André habt ihr jetzt auch noch mal kurz gehört und deswegen verabschieden wir drei uns jetzt einmal mit einem freundlichen Tschüss und noch einem schönen Tag an euch. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.